So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Dann erstmal, sorry dafür, dass es gestern Abend keinen Stream mehr gab. Aber wie ich halt schon vorher gesagt habe, ich kann nie zu 100% sagen, ja, ich bin da oder nein, ich bin nicht da. Weil wegen Familie etc. pp. Oder Arbeit, es kann immer mal wieder was dazwischen kommen. Aber ich denke mal, das wird auch jeder verstehen. Dann kurz an die Neuen. Wenn du wissen willst, was bei mir auf dem Kanal so los ist, eigentlich kurz und einfach gesagt, ein bisschen rette die Welt, aber wirklich nur ein bisschen. Dann Custom Games, weil wir haben halt den Creator Code, das müssen wir natürlich ein bisschen ausnutzen, dass wir da unsere eigenen Spiele machen können. Dann auch natürlich auch Custom Games mit ein wenig Preisgeld. Und dann haben wir noch Skin-Verlosungen. Wie ihr gesehen habt, ich hatte gestern noch 810 V-Bucks, jetzt habe ich 880 V-Bucks. Hab halt in Rette die Welt noch schnell die Mission gemacht, um gerade die V-Bucks einzusammeln. Ich denke mal, das durfte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Heute haben wir wieder drei Aufgaben in Rette die Welt, aber das werde ich euch natürlich gleich noch zeigen. Dann kurz an die Neuen, wie könnt ihr bei den ganzen Sachen mitmachen? Zum Beispiel Custom Games, Skin-Verlosung. Ganz einfach gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, die Glocke deshalb aktivieren, damit ihr einfach mitbekommt, wenn ein neues Shop-Video kommt. Wo ihr dann noch seht, was ist gerade zur Sache. Und natürlich, das Wichtigste ist, die Freundesanfrage schicken wegen den Skin-Verlosungen. Denn wir hatten es jetzt schon öfters, man muss halt einfach 48 Stunden befreundet sein, damit man sich Skins schenken kann. Warum ist das Ganze? Einfach nur aus Sicherheitsgründen von Epic Games aus. Weil, klar, wenn wir gehackt werden, kann immer wieder passieren, dass man sich nicht direkt die Skins rüberschicken kann, weil es einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme. So, wie gesagt, Freundesanfrage an yt-familyhack steht auch unten, genauso wie der Creator Code ist oder auch hier über meinem Skin. Einfach einwählen und dann die Freundesanfrage abschicken. So, wir gehen auch direkt schon mal rein in den Shop und wir sehen, was sehen wir? Es gibt heute, glaube ich, gar nichts Neues. Also das haben wir schon lange mehr. So, den Skin kennen wir schon. Der kam ganz am Anfang raus, da habe ich ihn mir nämlich auch geholt. War auch ganz kurz mein Logo von YouTube, aber ich fand es dann irgendwie doch zu dunkel und musste einfach was Neues reinmachen. So, wie gesagt, den gibt es in zwei Varianten. Einmal so, wie der Kopf da gerade ist. Wieso kann ich den eigentlich hier nicht die. Warte mal. Muss ich echt auf meinen eigenen Spind gehen? Warum kriege ich denn selber die Varianten da nicht angezeigt? Dies ist hier komisch. Also, einmal gibt es den hier halt ohne Maske. Aber da sage ich euch auch schon direkt hier oben das. Man wird es merken im Spiel, diese Blubberblasen. Also, wenn, würde ich ihn so halt spielen. Ist auch nicht schlecht, der Skin, um Gottes Willen. Also, da bereue ich auf gar keinen Fall, dass ich da ein bisschen was an V-Bucks ausgegeben habe. Aber das muss halt wie immer jeder für sich selber entscheiden. Dazu gibt es natürlich noch die passende Sense. Ist halt eine ganz normale Sense. Aber vom Aussehen her passt sie natürlich perfekt. So, dazu gibt es noch schwarzer Schleim. Die Tarnung dagegen ist wieder. Ja, inzwischen gefallen mir die animierten doch recht gut. Aber die hier ist auch nicht übertrieben animiert. Halt dieses leichte Schwimmen, sag ich mal. Aber also an sich recht nice. So, gucken wir mal gerade die Waffen durch. Ja, so sieht natürlich eine Heilbazooka aus. So, auf dem Boot sieht es echt nicht schlecht aus. Ja, ist okay. So, das war der Skin. Dann die freche Wurst ist wieder zurück. Ihr wisst ja, so ein bisschen Fun-Skins haben wir ja schon dabei inzwischen, wie die Banane. Hier das, dann die Burger. Mal gucken, was haben wir hier für Stile. Ich glaube, da ist wirklich nur der Unterschied. Ja, einmal Mütze an, einmal Mütze aus. Ich glaube, sonst haben wir. Nee. Das ist halt der einzigste Unterschied, den wir haben. Dann ist es keine Rolex, aber er hat eine Uhr an. Irgendeinem Zuschauer ist es halt aufgefallen, deshalb habe ich da gerade wieder dran gedacht. So, dazu haben wir noch einen Schweif dabei. Aus Würsten. Ja. Auch jeder, aber wie gesagt, das ist halt immer so Geschmackssache. Bei Fun Games kann man so einen Skin eigentlich gut spielen. Aber natürlich, wenn es um die Sache geht, dann sollte man schon Skins nehmen, die nicht so auffallen.
Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So, dann. Der Malkore ist wieder da. Finde ich, ist halt. Ja, was heißt ein schöner Skin? Ein schöner Skin wäre jetzt ein bisschen krank, wenn ich sage, das wäre schön. Aber ist halt kein 0815 Skin. Also mit dem Skin fällt man wirklich auf. Dazu noch die passenden Flügel. Die Flügel kann man auch bei, ja, bei ihr, selbst bei ihr wird es passen. Aber der Skin an sich echt nicht schlecht. Kann man sich eigentlich gönnen. Auch vom Gesicht her. Also so ein bisschen mehr Fantasy können sie eigentlich schon noch reinbringen. Aber wir wissen ja, es wird noch einiges kommen. So, dazu. Die Spitzhacke ist natürlich nice. Aber doch, die gehört zu ihm. Ich habe erst gedacht, es wäre eine andere. Aber beides wurde in Season 7 eingeführt. Die ist nicht schlecht, die hat was. So. Ach, das gehört auch noch dazu. Weil wir hatten ja einmal das Böse, jetzt haben wir das Positive, nämlich Sakrira. So, da die passenden Flügel. Ja, die Flügel sind natürlich auch nice. Also ich muss sagen, bei beiden Skins, da passen die Flügel. Hier passen die Flügel. Also manchmal lohnt es sich halt auch, einen Skin zu holen wegen dem Rückenaccessoire. Aber hier, der Skin ist schon nice. Ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wer es alles schon gespielt hat, ein bisschen WoW-lastig. Könnte auch so eine verkappte Kriegerin sein. Eine Kriegerin mit Heiligenschein. So, wie gesagt, dazu auch die passenden Flügel. Dann haben wir natürlich hier auch die himmlische Tarnung. Die finde ich eigentlich recht, ja, die ist auch okay. Ja, so sieht es natürlich nice aus. Sieht halt, sind es Diamanten? Nee. Einfach nur weiß. Ach, da war ich jetzt schnell. Tak, 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 tak. Boah, sieht nice aus. Definitiv. So, dann kommen wir jetzt zur Spitzhacke. Die Tugend. Also nicht schlecht. Weil dieser blaue Schweif. Wie gesagt, halt auch alles in. Ne, Season 7, Season 8, Season 7, 7, 7. 7 haben es ein. Ja, egal. Dann haben wir die Überlebenskünstlerin. Die war jetzt auch schon wieder oft. Oder war die oft drin? Ist auf jeden Fall ein OG-Skin, ne? Mit Season 1. Gerade überlegen, hatten wir die in letzter Zeit? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber jedenfalls 1200 Season 1-Skin. Also auf jeden Fall ein UD. So, dann haben wir Buckle mit drin. Wie gesagt, 500 V-Bucks, Season 3 Mode. So sieht es natürlich ein bisschen krank aus. So, dann haben wir die Kaktuspose. Und ihr bewegt euch wirklich nicht, nur die Augen bewegen sich noch. So, dann Pizza Party. Ihr seht schon alles im Besitz. Kann ich nur noch mal Danke sagen. Das habe ich euch zu verdanken, dass ich diese Emotes habe. Weil ich habe sie mir nicht gekauft. So, dann haben wir die stachelige Streiterin. Und da sind wir schon beim Thema Skin-Verlosung. Da müssen wir halt dann einfach mal gucken, ob wir den heute verlosen oder nicht. Aber wie gesagt, das entscheidet sich dann halt immer im Livestream endgültig. Aber es wäre natürlich rein theoretisch möglich, dass wir den Skin heute raushauen. So, dann haben wir noch beschlagene Hacke. Ah, die habe ich gestern. Warte, ne, vorgestern habe ich die öfters mal gesehen. Also einige von euch haben die. Ist ganz okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber. Ist halt wie immer Geschmackssache. So, das war's erstmal mit dem Shop. Wir gehen jetzt noch schnell rüber in Rettet die Welt. Nur kurze Info: Denkt dran, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. YT-FamilyHack. Ich habe schon gesehen, einige bei Insta haben mir schon Bilder geschickt, wo sie meinen Code drin haben. Erstmal Gruß geht an jeden raus, der den eingetragen hat. Also wirklich danke für den positiven Support. So, dann ab in Rettet die Welt. Wie gesagt, wir haben zwei V-Bucks-Missionen. Leider wieder im höheren, drei haben wir. Drei V-Bucks-Missionen, leider wieder im höheren Bereich. Also
Level 52, ja, 52 ist das Niedrigste. Wir gehen direkt mal auf die Karte. Zack, zack, zack. So, ich habe eben mal kurz schon geguckt. So, einmal hier. Gestern hatten wir sie ja da. Heute haben wir sie hier. Und einmal. Warte. Was denn jetzt eben? Ah, hier. Einmal repariere den Schutzbunker. 35 V-Bucks. Und einmal. Beides Schutzbunker. Heute Schutzbunkertag. So, und dasselbe haben wir dann nochmal bei Level 94 bei Twin Peaks. Nur für alle, die schon so weit sind. Wie gesagt, Level 94. Da werdet ihr nochmal eine V-Bucks-Aufgabe haben, allerdings schon mit 40 V-Bucks dann. Also heute sind halt wieder 110 V-Bucks alleine, nur durch Rette die Welt möglich. Und ich würde sagen, das kann man mitnehmen. Deshalb sage ich immer wieder, Rette die Welt lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr sowieso gern Fortnite spielt an sich und halt am zu euch mal was kaufen wollt. Also da lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich sage ja, eventuell bis nachher am Livestream, aber wie immer alles ohne Garantie. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.